Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein herzgesundes Übungsprogramm, welches Sie einfach und sicher zu Hause durchführen können. Das Springseil der Arzt Vintage Series besteht aus einem robusten Lederseil, hochwertigen Holzgriffen und ist längenverstellbar. Neben dem klassischen Seilspringen eignet es sich für viele weitere Übungen. Mit der folgenden Übung stärken Sie Ihren gesamten Oberkörper. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und halten Sie das geviertelte Springseil in beiden Händen mit gestreckten Armen vor dem Körper. Bewegen Sie das Seil nun wie ein Paddel und ziehen es rechts und links seitlich am Körper vorbei. Bewegen Sie den Oberkörper dabei mit, als ob Sie sich in die Kurve legen wollten. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung je nach Trainingszustand zwischen 15 und 30 Sekunden aus. Legen Sie anschließend eine Pause von 30 Sekunden ein. Wiederholen Sie den Übungssatz ein- bis zweimal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihren ganzen Körper. Stellen Sie sich aufrecht und stabil hin. Das Seil wird geviertelt mit beiden Händen an den Enden gefasst und auf Oberschenkelhöhe gehalten. Heben Sie das Seil mit der Ausatmung gestreckt über den Kopf und machen dabei mit dem linken Bein einen großen Schritt nach hinten. Mit der Einatmung gehen Sie wieder zurück in die Ausgangsposition. Bei der nächsten Ausatmung wiederholen Sie diese Übung und setzen das rechte Bein einen großen Schritt zurück. Mit der Einatmung bewegen Sie sich wieder zurück in die Ausgangsposition. Führen Sie diese Übung 6 bis 10 Mal pro Seite aus. Machen Sie anschließend für ca. 30 Sekunden eine Pause. Wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand ein- bis zweimal. Die folgende Übung trägt zur Kräftigung Ihrer Beinmuskulatur bei. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und halten Sie das gefaltete Seil in einer Hand. Reichen Sie das Seil nun abwechselnd unter dem linken und dem rechten Oberschenkel hindurch. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Atmung und auf einen aufrechten Sitz auch während des Beinhebens. Führen Sie diese Übung mit beiden Seiten 6 bis 10 Mal durch und legen Sie anschließend eine Pause für ca. 30 Sekunden ein. Wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand ein- bis zweimal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Mit der folgenden Übung verbessern Sie Ihre Ausdauer. Passen Sie das Springseil für diese Übung auf eine optimale Länge an. Stellen Sie sich dafür mit einem Fuß auf die Mitte des Seils. Die beiden Seilenden sollten sich nun circa auf Brusthöhe befinden. Das Arzt Vintage Springseil verstellen Sie ganz einfach, indem Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die Metallmanschette lösen, das Seil auf die gewünschte Länge einstellen und die Manschette wieder festziehen. Nehmen Sie einen stabilen Stand ein. Das Springseil befindet sich in der rechten Hand. Schwingen Sie nun das Seil in Kreisen seitlich neben dem Körper. Die Bewegung sollte dabei in erster Linie aus dem Handgelenk erfolgen. Federn Sie aus den Knien im gleichen Rhythmus, in dem das Seil den Boden berührt, mit. Schwingen Sie das Seil für 15 bis 20 Sekunden mit der rechten Hand. Machen Sie dann für ca. 15 Sekunden eine kurze Pause und schwingen Sie das Seil anschließend mit der linken Hand wieder für 15 bis 20 Sekunden. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang nach einer Pause von etwa einer Minute, je nach Trainingszustand, ein- bis zweimal. Steigern Sie die Belastungsdauer dieser Übung von Mal zu Mal. Die Intensität bleibt jedoch gleich, sodass Sie sich während der Übung noch unterhalten können. Wenn Ihnen diese Übung sehr leicht fällt, können Sie das Federn der Knie durch leichte Hüpfer ersetzen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sie sollten das Training abbrechen, wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können,
sobald Schmerzen auftreten? Wenn Unwohlsein, zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit, auftritt. Weitere Informationen zum Leben nach einem Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Viel Spaß beim Ausprobieren!